Intensive erste Runde. Erste Hände von Pawierdkin zum Körper von Estrada, der anders als in anderen Kämpfen diesmal für seine Verhältnisse, und das ist ja sicherlich oft ein US-amerikanisches Problem, hier mit einem ganz ordentlichen Gewicht ankam von 109 Kilo. Bei seiner einzigen Niederlage gegen Travis Walker hat er 116 Kilo drauf. Eindeutig zu viel. Die besseren Treffer bislang in dieser ersten Runde für Pawierdkin. Aber Sie haben das selbst gesehen in diesen Aktionen. Da sind ja 3, 4, 5 Hände manchmal. Auch der Mann aus Providence mit Treffern bei Pawierdkin, so wie jetzt zum Kinn. Beide Boxer in dieser ersten Runde mit einer hohen Workrate, mit einer hohen Arbeitsrate. Schnelle Hände, viele Schläge, vielleicht etwas leichte Vorteile für Pawierdkin. Das Lights Out, das Tattoo aus dem Jahre 2000, ich habe es angesprochen, und dann 4 Jahre keine Niederlage mehr. Atme tief durch. Wunderschönes Parcours. Ganz ruhig, ganz ruhig. Sascha, Sanja. Sascha, du musst alles schneller machen. Wenn er mit dem Kopf kommt, dann ziel auf die Brust, nicht auf den Kopf. Und schneller hier, schneller, mit der rechten von unten. Du bist hier der Chef. Ihm soll noch die Puste ausgehen hier. Aber zusammengenommen. Die Anweisung von Valery Bielow. Seit 8 Jahren sind sie zusammen, haben auch zusammen das Profidebüt im Juni 2005 bestritten und seither 16 erfolgreiche Kämpfe. Im Hintergrund im Übrigen der Bruder, gerade noch zu sehen. Wladimir, der Jüngere, hat einst auch geboxt, hat mittlerweile aufgehört als Berufsboxer. Pawierdkin wartet lange, sehr lange. Moment, zu Beginn dieser zweiten Runde startet Estrada die Aktion. Ja, nach einer sehr guten Vorbereitung, wie er selbst sagt, in der Big Six Boxing Academy, ein eigenes Gym mit 6 Profis und 20 Amateuren, auch mit, und das haben Sie hören können in den Vorberichten, reichlich Selbstvertrauen hier an den Rhein gereist ist. In dieser zweiten Runde findet Pawierdkin nicht die richtige Distanz zu seinen Kontrahenten, steht entweder zu weit draußen, wartet dann auch zu lang oder ist bei den Aktionen nur zweiter Sieger, auch wenn diese linke Hand, diese Aufwärtshaken sehr schön im Ziel war. Klasse Aktion. Und natürlich wird das für Josef Temmel in einem seiner wichtigsten Kämpfe, dem Beamten aus dem 22. Bezirk in Wien, ein enger Kampf. Sie sehen das selbst. Die Köpfe sind schon in einigen Situationen, vor allen Dingen von Estrada,
sehr weit nach vorn hier in dieses Gefecht hineingebracht worden. Eine gute Runde, aber nach wie vor, auch wenn sie bei Pavetkin sein sollte, es ist eng in Düsseldorf. Die Freundin recht zu sehen, Kaylee Rice, selbst Berufsboxerin, ungeschlagen, allerdings erst in 2 Kämpfen. Und der Teil der Familie, der hier mit dabei ist, bei Big Six, so heißt er wegen seiner Größe. You are big for 6 feet. All right. Don't take no unnecessary. We got a lot of rounds, right? Du hast doch jede Menge Runden vor dir. Pass auf, teile es dir ein bisschen ein. Yeah, well, he's backing up. He can't do nothing about it. He just stays there. Achte ein bisschen mehr auf Körpertreffer. Bleib in der richtigen Distanz und vergiss deine Rechte nicht. Wenn der Jab da war, den möchte ich sehen, aber vergiss die Rechte nicht. Und komm schnell genug wieder zurück dann. Jan war Sohn des Trainers, begann im Alter von 5 Jahren. Was Wunder, es ist der Vater, Dr. Roland Estrada. Die Familie kommt aus Puerto Rico, wohnen alle in Rhode Island und betreuen diesen 6 Fuß großen explosiven Boxer. Hier jetzt natürlich für ihn auch der wichtigste Kampf gegen einen, der bei der IBF als Nummer 1 gilt. Gegen Alexander Pavetkin. Gute Aktion von Pavetkin. Wieder das Hineinspringen, das Einsteigen mit der linken Hand. Boxt nicht klassisch wie viele mit dem Jab eine Aktion an, bereitet etwas vor, sondern steigt dann ein und startet eine Serie. Estrada glaubt eben auch, da er beispielsweise gegen andere wie Lance Mount Whitaker